Teil 2 unserer Vorstellung der brandneuen DJI Mavic Air 2. Alle Funktionen und die App im Überblick. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Hier sind wir jetzt schon im zweiten Video in unserer Reihe über die brandneue DJI Mavic Air 2. Und in diesem Video wollen wir uns mit dem Thema Funktionalität beschäftigen. Also sprich, was kann hauptsächlich die DJI Fly App, was ja die neue App quasi ist, mit der ihr ja die Drohne steuern könnt. Wie sieht es aus mit automatischer Objektverfolgung? Also das, was früher mal Active Track war, was jetzt einen neuen Namen bekommen hat. Wie sieht es aus mit Hinderniserkennung, mit Hindernisvermeidung, automatischer Hindernisumfliegung? Welche Funktionen gibt es noch alles, welche nicht? Was sind die Vor- und Nachteile? Das wird das große Paket jetzt in diesem Video. Im ersten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da ging es hauptsächlich um die technischen Fakten, also sprich, wie sieht die Kamera aus, was kann die Kamera? Dort haben wir euch einiges an Live-Footage gezeigt, wie das Kamera-Fotomaterial und Videomaterial aussieht. Dort sind wir auf Sachen eingegangen wie Flugzeit, Flugdauer, Reichweite, Übertragungssystem und auch zum Beispiel die Fernsteuerung. Wie sieht da die Hardware im Detail aus? Sollten euch die ganzen Themen auch interessieren, dann solltet ihr vielleicht zuerst auch nochmal in unser erstes Video reinschauen. Ich verlinke euch das mal hier oben. Dort könnt ihr reinspringen und wenn ihr euch das angeschaut habt, gerne natürlich hier nochmal zurückkommen oder in umgekehrter Reihenfolge anschauen, ganz wie ihr wollt. Es wird auch noch viele andere Videos geben, weil es einfach wirklich wahnsinnig viel an Informationen ist, was wir hier transformieren werden. Wir werden euch auch noch viele Live-Videos von draußen zeigen, wo es nur um Praxis geht oder eben um Vergleichsvideos zu den anderen Modellen. Da findet ihr übrigens auch viel im ersten Teil, sprich, wie ist die Drohne angesiedelt im Vergleich zur DJI Mavic Mini oder zur Mavic 2 Pro? Was sind die Unterschiede zur Mavic Air 1? Dort das Ganze vielleicht auch alles nochmal im ersten Video nachschauen. Jetzt wollen wir aber hier in dem Video starten und zwar mit dem Thema Funktionalität. Was kann die Drohne, was kann die App, alles im Detail und damit starten wir jetzt. Vorab auch hier ganz kurz wieder die Anmerkung. Wir haben die Drohne natürlich schon einige Wochen vor Markteinführung gehabt und die ganzen Informationen hier für euch zusammengestellt und abgedreht, sodass ihr jetzt gleich zu Beginn schon alles von uns kompakt zusammen an Informationen bekommt. Das kann aber auch bedeuten, dass in der finalen Version, die es ab jetzt im Markt zu kaufen gibt, das ein oder andere kleine Detail in der App vielleicht schon wieder ein bisschen anders aussieht, weil schon wieder ein Update von DJI rausgekommen ist oder noch sogar eine Funktion dazugekommen ist. Das nur als Hintergrundinformation. Solltet ihr da irgendwelche kleinen Abweichungen finden, das ist einfach der Hintergrund dem geschuldet, dass wir euch hier natürlich die Informationen so früh wie möglich zur Verfügung stellen wollen. Bestellen könnt ihr die ganze Drohne, die Preise übrigens findet ihr auch in unserem ersten Video. Bestellen könnt ihr die Drohne direkt bei DJI, da bekommt ihr sie wie immer am schnellsten. Gerade jetzt zur Einführung, wo sie wahrscheinlich nur auf Vorbestellung erstmal erhältlich ist, dann bedient DJI ihre DJI Online Store Kunden immer in der Regel als erstes. Hier oben der Link, wo ihr die Drohne bestellen könnt. Und jetzt geht es los mit den Funktionen. Und dann kommen wir jetzt hier auch schon zu den ganzen Flugfunktionen, zur App und was da drin alles möglich ist. Das ist sicherlich ja der spannendste Teil auch für viele von euch. Denn viele waren von der Mavic Mini insofern enttäuscht, was ja wirklich ein super Gerät ist, aber da sind die Funktionen extrem zusammengestrippt worden. Das heißt, ein Active Track und sowas, also allein automatisch euch hinterherfliegen, gab es da nicht. Und jetzt die große Frage, was gibt es bei der Mavic Air 2 denn alles? Die erste Info ist schon mal, es wird die gleiche App benutzt wie bei der Mavic Mini, nämlich die DJI Fly App. Nicht mehr die DJI Go 4 App, die ihr für die ganzen anderen Modelle kennt, sondern die DJI Fly App. Ich glaube, das ist auch die Zukunftsrichtung von DJI, dass DJI sagt, die DJI Fly App wird alles andere Stück für Stück ablösen. Das ist jetzt das neue Design und die DJI Fly App haben wir ja für die Mavic Mini schon gesehen, ist ja extrem zusammengestrippt, also extrem ausgedünnt, um alles einfacher zu machen.
auf einen Blick erfassbarer, denn die DJI Go 4 App, da wurden ja immer mehr und mehr und mehr Funktionen über die Jahre hinzugepackt mit den ganzen Drohnenmodellen, die alle die gleiche App genutzt haben. Das war irgendwann so voll. Wir als alte Hasen haben es dann noch verstanden, aber wenn irgendwelche Neulinge da reingesprungen sind und das erste Mal die App gesehen haben, die wurden quasi erschlagen von den ganzen Anzeigen, Funktionalitäten und war alles überhaupt nicht mehr greifbar. Deswegen eigentlich erstmal ein guter Schritt. Mich hat es auch erstmal erschrocken, wo ich reingeschaut habe wieder in die App und ich habe gedacht, die ist noch nicht final, da fehlt noch irgendwas. Aber eigentlich ist alles da, was man braucht, das ist nur nicht mehr so aufgepumpt. Zum Beispiel Akkuanzeige habt ihr oben eben nur noch die Prozentzahl. Es gibt eben nicht mehr diesen bunten Laufbalken, der euch irgendwo mit einem Symbol noch anzeigt, wo zwischen 0 und 100% und mit welcher Reichweite ihr euch befindet. Das hat auch viele immer verwirrt. Das ist alles ähnlich wie bei der Mavic Mini, die diese neue Anzeige ja dementsprechend auch schon hatte und eigentlich erstmal eine sehr gute Entwicklung, sowohl für Anfänger als auch für Profis, denn wenn man sich zurechtgefunden hat, vermisst man eigentlich nichts großartig von den einzelnen Funktionen. Ein paar kleine Nachteile gibt es auch, die werde ich euch aber nachher nochmal ansprechen. Beziehungsweise komm, ich sage es euch gleich, dann nicht, dass ich es nachher noch vergesse, und zwar hat die Drohne ja auch eine Hinderniserkennung. Da kommen wir gleich im Sinne der Sensoren dann noch dazu, wenn ich euch das im Detail zeige. Aber die Hinderniserkennung wurde ja aber in der alten App, die Mavic Mini hat ja gar keine Hindernissensoren, das heißt, da hat man es auch nicht vermisst. Aber in den alten Apps, wie bei der Mavic Air 1 oder Mavic 2, hat man da ja wie beim Fahrzeug oder wie beim Auto, beim Einparksystem, diese bunten Balken vorne und hinten gehabt. Und die haben einen immer angezeigt, wenn man nah an ein Hindernis herangekommen ist. Die Drohne hat dann natürlich auch selbstständig gestoppt, aber man hatte nochmal eine visuelle Rückkopplung. Das gibt es jetzt hier gar nicht. Ich habe es erst komplett vermisst und beim Telefonat mit DJI hat sich dann rausgestellt, es gibt da was, was am Rand reindesignt wurde. Ich zeige es euch mal hier. Wenn ihr da ganz genau oben an den und unten an den Rändern schaut, dann seht ihr, dass da so ein bisschen Farbkleckse auftauchen. Vielleicht wird es in der finalen Version auch noch besser. Aber ich habe da das Feedback auch an DJI gegeben, dass das viel zu wenig ist. Die meisten das wahrscheinlich gar nicht erkennen oder verstehen werden. Und man ein bisschen optische Rückkopplung da auch braucht, glaube ich. Besonders wenn man rückwärts jetzt an Hindernisse ranfliegt, dann versteht man gar nicht, warum die Drohne nicht weiter fliegt und bekommt aber auch keine Rückmeldung, dass da eigentlich in dem Sinne ein Hindernis ist. Natürlich, der Controller vibriert trotzdem, blendet das oben auch als Textfenster ein, aber mit diesem bunten Balken war das einfach noch ein bisschen besser greifbar und besser verständlich. Also das ist so ein kleines Manko von dieser Ausdünnung sozusagen. Alles andere aber erstmal geht in die richtige Richtung. Alle Flugmodi oder autonomen Flugfunktionen, also automatisierten Flugfunktionen, sind jetzt hier komplett neu integriert und auch komplett neu zusammengefasst unter einem ganz neuen Begriff. Alles zusammen nennt sich nun Focus Track und ist dann erst einmal komplett versteckt in der App. Wenn ihr euch die App anschaut, findet ihr dort überhaupt keinen Knopf, um diese Funktionen auszulösen. Und erst wenn ihr auf dem Live-Bildschirm ein Objekt oder eine Person markiert, indem ihr einen Rahmen mit dem Finger darum zieht, dann werden die Funktionen erst unten im Menü sichtbar. Dort werden dann unten auf einmal drei Icons eingeblendet. Das mittlere ist aktiviert, das kleine Auge, und das ist die Funktion Spotlight, aber in der neuen Version Spotlight 2.0. Spotlight kennen wir bereits, das ist die Funktion, die das markierte Objekt im Auge behält. Die Drohne bleibt auf ihrer Position, dreht sich aber in Richtung des Objektes, schwenkt auch den Gimbal. Ganz neu bei dieser Version 2.0 ist nun aber, dass ihr die Drohne währenddessen auch noch vollkommen steuern könnt. Das heißt, ihr könnt die Steuerknüppel bewegen, die Drohne auf euch zusteuern, die Höhe ändern. Trotzdem, während aller Steuerfunktionen behält sie automatisch euch selber butterweich im Mittelpunkt. Ihr könnt die Drohne dadurch sogar mit einer Hand relativ einfach steuern, denn ihr müsst euch um Ausrichtung, Drehrichtung und so weiter gar keine Gedanken machen. Ihr könnt mit einer Hand die Höhe verändern oder die Richtung verändern. Sie kreist dadurch dann auch um euch, wenn ihr zum Beispiel nach rechts oder links steuert, anstatt von euch wegzufliegen. Und das funktioniert super gut und ist wirklich eine sehr, sehr coole Funktion. Schauen wir uns mal die nächste der Funktionen an, indem wir das linke untere Icon drücken und damit aktivieren wir die Funktion Active Track. Dort gibt es dann als Unterpunkte gleich zwei, nämlich die Version Smart und Parallel. Wir wählen erstmal die Smart-Funktion aus und das ist das klassische Active Track, so wie wir es kennen, nämlich dort schaut die Drohne nicht nur in Richtung des Objektes, sondern folgt dem Objekt auch. Und das ungefähr in der Entfernung, die auch schon eingestellt war zur Aktivierung der Funktion.
Und das hier ist die ganz neue Version, nämlich die Version Active Track 3.0. Was bedeutet das? Nun, da wurde einfach die Flugintelligenz und die Verfolgungsintelligenz nochmal wesentlich gesteigert und wesentlich verbessert. Die Drohne versucht extrem weich dem Objekt hinterher zu fliegen, sich nicht abhängen zu lassen. Und selbst wenn das Objekt irgendwo mal hinter einem Baum oder wie auch immer verschwindet, wird versucht, den Bewegungsablauf schon voraus zu berechnen und die Funktion nicht abzubrechen, sondern auf der anderen Seite des Baumes dann die Person wieder quasi aufzugreifen, ohne dass man nachher im finalen Kameramaterial überhaupt merkt, dass das Objekt kurzzeitig verloren war. Auch bei der Routenplanung oder Routenverfolgung zum Beispiel, wenn man auf dem Fahrrad wie hier unterwegs ist, dann werden Kurven nicht einfach abgekürzt, nachdem das Objekt schon um die Kurve rum ist und dann der kürzere Weg genommen, sondern versucht auch auf dem gleichen Weg hinter dem Objekt hinterher zu fahren, weil da natürlich auch relativ sichergestellt ist, dass sich dort keine Hindernisse befinden, wo das Objekt oder die Person eben vorher schon lang gelaufen oder lang gefahren ist. Es werden auch komplizierte Bewegungsabläufe wirklich verfolgt in der Höhe und in der Richtung, genauso wie mit der Geschwindigkeit, sodass hier wirklich eine butterweiche Verfolgung möglich ist. Und das Videomaterial, was daraus dann entsteht, ist das erste Mal wirklich richtig brauchbar. Ich war nie ein Freund von diesen Active Track Funktionen, weil typischerweise, wenn man das Ganze dann manuell selber fliegt, Videomaterialien dann doch nochmal weicher waren von den Abläufen her, aber hier funktioniert das wirklich, wirklich richtig gut und man kann das Ganze auch einsetzen und es ist wirklich schwer, sich von der Drohne abhängen zu lassen. Und wir haben in unseren Tests wirklich sehr viel versucht und uns ist es nur wirklich selten gelungen, der Drohne mal zu entkommen. Und dann schauen wir uns nochmal die zweite Unterversion von Active Track an, nämlich nicht das Smart, sondern das Parallel. Und das bedeutet, dass die Drohne versucht, uns hier im Profil zu folgen. Also auch ungefähr wieder in der Position, die sie hatte, wo die Funktion aktiviert wurde, aber dann versucht, seitlich dem Objekt oder parallel zu dem Objekt zu fliegen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht immer perfekt, wenn man zu Fuß läuft, wie hier eigentlich relativ gut. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder ein bisschen schneller unterwegs ist, dann verliert sie öfters auch mal den Anschluss, fällt wieder ein bisschen zurück, versucht dann seitlich wieder aufzuholen. Trotzdem in Summe natürlich auch noch eine gute Ergänzung, um einfach nochmal eine andere Perspektive in dieser Active Track Funktion zu erlangen. Und jetzt aktivieren wir noch die dritte letzte Funktion über das untere rechte Icon, über das Kreis-Icon. Und das ist die Funktion POI, also Point of Interest. Und hier wird das Objekt auch im Mittelpunkt behalten, aber es werden Kreise ringsherum geflogen. Und ihr könnt über die eingeblendeten Icons, also über die Pfeile rechts und links, entscheiden, ob die Drohne rechts, also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn um das Objekt fliegen soll. Und über den Knopf auf dem Pfeil könnt ihr auch die Geschwindigkeit regulieren. Das könnt ihr auch später noch, nachdem die Funktion über das Go gestartet wurde, weiterhin ändern. Ganz neu an der Funktion hier POI 3.0 ist, dass sich auch hier das Objekt bewegen kann, also nicht nur statisch im Mittelpunkt behalten wird, sondern selbst wenn ihr euch da bewegt, dann die Kreise um das sich bewegende Objekt butterweich herumgeflogen werden können und wie gesagt die Parameter Geschwindigkeit und so weiter jederzeit angepasst werden können. Im Übrigen nicht wundern, wenn bei der ein oder anderen Einblendung von der Live View die Icons mal ein klein wenig anders aussahen und eben nicht unten angeordnet waren, sondern links an der Seite. Das liegt genau daran, was ich euch am Anfang vom Video schon mitgeteilt habe, dass nämlich genau hier das passiert ist, dass im Zuge der Dreharbeiten eine neue Firmware-Version der App und der Drohne rauskam und sich dort das Icon-Design und die Anordnung einfach nochmal geändert haben, indem sich DJI dann wohl umentschieden haben und das Look and Feel nochmal angepasst haben. Und in der alten Version waren die Icons noch links auf der Seite und permanent sichtbar. Und jetzt in der neuesten Version, was auch die Version 1.0 ist, also wahrscheinlich auch die Version, die bei der Auslieferung dabei sein wird, dort sind die Icons erstmal, wie gesagt, unsichtbar und werden erst aktiviert, wenn ihr einen Rahmen um ein Objekt zieht und dann sind sie eben auch unten in der Mitte sichtbar. Dann hat man noch die drei Geschwindigkeitsmodi, die ich euch vorhin hier schon angesprochen habe. Da könnt ihr einfach die Drohne langsamer oder schneller schalten, eben mit Sportmodus, Normal oder Tripod-Modus. Tripod ist ein besonders langsamer Modus, wo sich die Drohne einfach extrem träge und langsam dreht.
und nicht so aggressiv ist. Das ist besonders wichtig für ruhige Aufnahmen oder wenn man wo langsam sachte ranfliegen muss. Sportmodus dann für rasantere Szenen. Ich mache das immer gerne, wenn ihr es hier seht, wenn man mal aufziehen will, sozusagen, dadurch, dass man ja keinen Zoom hat, sondern einfach rückwärts schnell wegfliegen will, dann kann man das im Sportmodus machen und kriegt dann eine wunderbare Totale von der Landschaft bei einer schnellen Geschwindigkeit, also wie ein schnelles Rauszoomen, was prinzipiell einfach nur durch das Rückwärtsfliegen realisiert wird. Dann haben wir die ganze Gruppe Quickshots. Das wurde eben aus dem Flugmodi rausgenommen und wurde in die Kameraeinstellungen bzw. Videoeinstellungen mit reingepackt. Und dort könnt ihr dann eben einfach als Videomodus die Quickshots auswählen. Und dort habt ihr alle Quickshots, die ihr bis jetzt auch kennt, nämlich das Kreisen, das Helixfliegen, meinen Lieblingsmodus, den Asteroidenmodus, den Boomerangmodus, Rocketmodus. Ich glaube, das waren sie schon. Und prinzipiell nochmal für diejenigen erklärt, die nicht wissen, was das ist. Das seht ihr hier auch nochmal in den Beispielen. Da könnt ihr auf Knopfdruck ein cooles kleines Szenario, das dauert immer 10, 20, 30 Sekunden quasi. Da könnt ihr nicht viel einstellen, sondern nur die maximale Distanz zum Beispiel einstellen oder die Drehrichtung. Und die Drohne macht euch dann ganz alleine fix und fertig einen kleinen Clip, in dem eben dieses vorgefertigte Muster abgeflogen wird, eben zum Beispiel einen Kreis um euch rum oder eine Helix, also ein größer werdenden Kreis, wie ihr es hier seht, und dann eine schöne Totale auf die Landschaft. Ihr drückt einmal auf den Knopf, markiert das Objekt, um das es euch geht, was im Mittelpunkt gehalten werden soll, und das macht die Drohne alles automatisch und fliegt das Muster ab und ihr habt danach diesen Videoclip zusammen und müsst euch nicht selber drum kümmern, da die Bewegung selber nachzufliegen. Und von daher auch speziell und sehr cool für Anfänger, die da einfach die Szenarien für YouTube oder Facebook irgendwann ein paar coole, schnelle, kleine Clips haben wollen, die trotzdem atemberaubend geflogen sind. Um nun dieses automatische Abfliegen von Szenarien oder auch euer manuelles Fliegen möglichst sicher zu machen, hat DJI, wie mehrfach angesprochen, ja diverse Sensoren verbaut. Genauso wie bei der Mavic Air 1 haben wir hier vorne Sensoren, einmal oben eine Stereokamera, dann die Kamera selber, die auch zusätzlich noch benutzt wird, um Hindernisse zu erkennen. Wir haben Sensoren nach hinten und Sensoren nach unten. Das habe ich euch alles im Detail schon mal im ersten vorhin angesprochenen Video erklärt. So, und diese ganzen umfänglichen Sensoren sind nun auch der Grund, warum DJI sagt, okay, da können wir auch die autonomen Funktionen mit reinbauen, genauso wie in die Mavic 2. In die Mavic Mini wurden solche Sachen wie Active Track und so weiter ja genau deswegen nicht reingebaut, weil die Mavic Mini eben keine Hindernisse erkennen kann und man sagt, wenn die Drohne schon alleine automatisch irgendjemanden hinterher fliegt, dann muss sie auch Hindernisse erkennen können, um da eben keinen Schaden verursachen zu können. Die Gesetzeslage in Deutschland ist ja da eh nochmal etwas strenger. Die sagt ja, autonomes Fliegen ist nur dann erlaubt, wenn noch jemand eingreifen kann, um es mal ganz grob und zusammengefasst zu formulieren. Das heißt, wenn ihr euch da selber verfolgen lasst von der Drohne und seid irgendwie mit dem Fahrrad oder wie auch immer unterwegs, müsst ihr oder irgendeine andere Person noch die Fernsteuerung in der Hand haben, sodass, sollte irgendwas schieflaufen, ihr noch eingreifen könnt. Das heißt, ihr dürft nicht einfach den Knopf drücken, die Fernsteuerung in den Rucksack packen und dann einfach los ab durch den Wald quasi. Das wäre in Deutschland insofern nicht legal. Jetzt kommt aber die spannende Geschichte noch dazu. Die wurde auch mit der Mavic Air 1 eingeführt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist das APAS-System. Das ist das Advanced Pilot Assistance System. Und zwar ist das ein System, was nicht nur Hindernisse erkennt und euch die anzeigt, sondern sogar umfliegen lässt und Flugrouten ringsherum plant und intelligente autonome Flugplanung macht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich habe aber davon immer mehr und mehr Abstand genommen. Bei der Mavic Air, da haben wir ein ganz spezielles Video dazu gemacht, bei der ersten, wo das eingeführt war, hat das mich überhaupt nicht überzeugt. Das hat zwar irgendwas erkannt, hat dann mal ruckartig irgendwie ringsherum, ist mal ringsherum geflogen, dann hat es mal nicht funktioniert. Mit Firmware-Updates wurde es dann immer besser und immer besser. Die Mavic 2 macht das Ganze, auch wenn ich es richtig im Kopf habe. Hier bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es auch nichts ist, was man im Alltag großartig verwenden kann. Aber hier ist jetzt die neue Version 3.0 drin. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich sage, dass mich das System überzeugt hat und wirklich cool und klasse ist. Vor allem spannend, dass es natürlich in Kombination mit dem Active Track angeschaltet wird. Das heißt, wenn die Drohne euch hinterher fliegt und die Drohne macht das unglaublich gut, obwohl sie keine seitlichen Sensoren hat. Ich zeige euch das nochmal hier in dem Einspieler.
Wir haben da wirklich verrückte Sachen probiert und es gibt dazu hier in der Mavic Air 2-Reihe von uns auch nochmal ein gesondertes Video, wo ich euch das Ganze im Detail zeige und die Hinderniserkennung und das Abpass-System nochmal wirklich auf die Probe gestellt wird. Aber wir haben wirklich wilde Sachen damit gemacht und das System lässt sich nicht überlisten und klar gibt es irgendwann irgendwelche Grenzsituationen und man sollte es auch nicht so extrem austesten, wie wir es gemacht haben. Aber wir versuchen ja immer alles zu übertreiben sozusagen, um euch zu zeigen, was technisch machbar ist, wie groß euer Puffer ist, sodass ihr es im normalen Rahmen nutzen könnt. Und das System funktioniert wirklich, wirklich richtig gut. Das ist kein System, was ihr benutzen sollt, um euch da komplett drauf zu verlassen, aber einfach als Sicherheitsfunktion. Und falls ihr mal Active Track benutzt und trotzdem noch die Fernsteuerung in der Hand habt oder ein Bekannter die Fernsteuerung in der Hand habt und ihr dann doch irgendwo zu nah an die Bäume kommt oder so, dann wird die Drohne, wenn alles gut geht und richtig funktioniert, und bei uns hat es immer so funktioniert, wird die eben nicht dann irgendwo reinfliegen und sich zerstören oder zumindest die Propeller zerstören, sondern sogar einen coolen Weg ringsherum planen und das auch extrem weich. Sie versucht auch die Wege hinter euch her zu errechnen, vorherzusehen, auch wenn ihr mal verschwindet irgendwo hinter einem Baum oder wie auch immer, versucht sie zu erahnen, wo ihr wieder rauskommt und filmt weiter, bricht nicht alles ab, sondern macht weiche Kamerafahrten, um dann schon, so dass der Betrachter nachher vom finalen Video gar nicht merkt, dass eigentlich das Tracking zwischendrin gar nicht mehr funktionieren konnte und danach dann wird die zu trackende Person oder der zu trackende Gegenstand wieder aufgenommen und weiter verfolgt und beiher eben Hindernisse erkannt und umflogen. Und das ist eine wirklich, wirklich coole Geschichte. Das will ich hier einfach nochmal gesondert herausheben. Das Ganze funktioniert nicht bei 4K 60 FPS, weil eben auch die vordere Kamera dafür genutzt wird und da wahrscheinlich die Datenmassen zu groß sind und sie so schnell nicht analysiert werden können. Das heißt, genauso wie bei der Zeitlupenfunktion, also bei 240 FPS und Full HD, da funktioniert diese Hindernisumfliegungsgeschichte auch nicht, sondern nur bei allen Auflösungen, die drunter sind. Typischerweise ist aber eh schon eine gigantische Auflösung, die ich auch immer ausschließlich nur verwende, ist eben 4K 30 FPS und da funktioniert das problemlos. Es würde sogar noch bei 4K 50 FPS eingeschränkt funktionieren, aber in der Standardauflösung, die wahrscheinlich jeder benutzt und die eben schon 4K ist, da funktioniert das Ganze problemlos und ohne Einschränkungen. Dann haben wir als Flugmodus noch den Hyperlapse-Modus, habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Das ist quasi die Geschichte, wie ihr es hier nochmal im Einspieler seht, wo die Drohne lauter langsame Einzelaufnahmen macht, also Zeitrafferaufnahmen, die dann nachher zusammengeschnitten werden, eben auch mit dieser 8K-Geschichte als Option. Und das gibt natürlich coole Aufnahmen, wenn ihr zum Beispiel Wolkenszenarien habt, die sich bewegen oder Autos, die irgendwo vorbeifahren, dementsprechend. Und dann habt ihr einen Zeitraffer. Und beiher habt ihr noch vier Modi. Das gab es auch von der Mavic 2, wurde das übernommen, wurde da ganz neu eingeführt und ist jetzt aber auch in der Mavic Air 2 1 zu 1 mit drin, dass ihr vier Modi habt, wie sich die Drohne währenddessen bewegt. Nämlich einmal der Free-Modus, wo ihr selber die Drohne, die Position über die Fernsteuerung verändern könnt. Dann ein Circle-Modus, ein Course-Lock, also wo quasi die Richtung vorher fest eingestellt wird und die Drohne ganz langsam in eine Richtung fliegt und in die andere Richtung die Shots macht. Eigentlich mein Lieblingsmodus für den Waypoint, für den Hyperlapse-Modus und dann nochmal Waypoints, wo ihr eben Wegpunkte angeben könnt, eine limitierte Anzahl, ich glaube bis zu fünf, und die werden dann nacheinander abgeflogen und währenddessen das Hyperlapse gemacht. Wichtig, Waypoints, nur dass es nicht falsch verstanden wird von euch, gibt es bei der Mavic Air 2 nur in Kombination mit Hyperlapse. Das heißt, es gibt keine Waypoints, wo ihr selber Wegpunkte setzen könnt und die Drohne die automatisch abfliegt. Nur für die Hyperlapse-Funktion, aber nicht für normale Flugmanöver. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das als Firmware-Update irgendwann nochmal kommen soll oder angedacht ist, aber aktuell gibt es nur für den Hyperlapse-Modus. Außerdem noch den Zeitlupen-Modus. Wie gesagt, ganz neu und erstmalig überhaupt in der DJI-Drohne mit 240 FPS, also achtfache Verlangsamung. Ich zeige es euch hier nochmal, dann aber nur in Full HD. Wenn ihr es hier jetzt in dem 4K-Video eingeblendet kriegt, seht ihr natürlich, das Full HD war früher State of the Art, aber heutzutage dann schon eine abgestrippte Geschichte ist, also von der Schärfe natürlich nicht mehr ganz so gut ist, aber ist auch logisch bei 240 FPS, dass das bei 4K aktuell absolut unmöglich und noch nicht machbar ist mit einer Drohnenkamera. Aber trotzdem ein cooler Effekt, wo ihr besonders langsame und weiche Geschichten, wie hier auch in dem Einspieler, dann einfach über die Zeitlupenfunktion ganz cool realisieren könnt. Die Fotomodi wurden auch vollumfänglich und 1 zu 1 von der Mavic 2 übernommen. Also wirklich hier funktionstechnisch haben wir hier das ganz große Paket drin, eigentlich fast ohne Abstriche, wenn man jetzt mal von der Waypoints-Geschichte
absieht. Und zwar auch im Fotomodus habt ihr den normalen Fotomodus, also sprich Einzelfotos machen, ganz klar. Dann habt ihr die Panorama-Funktion, das heißt, ihr könnt 180 Grad Panoramas oder 360 Grad Panoramas schießen. Da werden ganz viele Einzelbilder gemacht in verschiedenen Ringen quasi, bis wie eine Art Sphäre abfotografiert ist und die wird dann auch als Sphäre zusammengesetzt und je nach Betrachtungsprogramm könnt ihr dann interaktiv euch da drin bewegen oder eine Kugelsphäre, ein Small Planet, Little Planet Animation daraus machen oder wie auch immer. Prinzipiell aber die Möglichkeit dafür gegeben. Dann könnt ihr natürlich HDR, also High Dynamic Range Fotos machen, um besondere Lichtverhältnisse hervorzuheben, so wie wir es vorhin in dem Beispielfoto schon gesehen haben. Dann haben wir den Burst Modus, wo ganz viele, ganz schnelle Fotos hintereinander gemacht werden. Besonders cool für Action-Szenen, wenn man sich dann nachher einfach das beste Foto raussuchen will zum Beispiel. Dann gibt es eine Smart-Funktion, das ist sogar ganz neu, das gab es glaube ich vorher auch noch nie, wo die Drohne selber, ihr kennt das vielleicht von Kompaktkameras, wo die Drohne selber versucht einzuschätzen, wie ist das Lichtszenario, wie ist das Geschwindigkeitsszenario von den verschiedenen Objekten im Bild und da dann den besten Modus und die beste Belichtung und alles selber perfekt auswählt. Dann könnt ihr noch eine Belichtungsreihe machen, um eben selber HDR-Fotos zusammenzusetzen. Und ihr könnt natürlich alle Einstellungen auf manuell stellen oder auf Automatik, also standardmäßig auf Automatik, aber ihr könnt auch ISO-Werte, Belichtung, Weißabgleich und so weiter alles manuell einstellen, so wie ihr wollt. Und die Fotos können natürlich in JPEG abgespeichert werden, aber auch in DNG RAW, sodass ihr da die maximalen Nachbearbeitungsmöglichkeiten dementsprechend habt. Außerdem gibt es in der App natürlich noch alle möglichen anderen Standardfunktionen. Da gehen wir aber in unserem gesonderten Video drauf ein, indem wir euch die App im Detail mit allen Funktionen, allen Menüeinstellungen nochmal erklären und zeigen. Prinzipiell aber natürlich auch die ganzen Return-to-Home-Geschichten. Das heißt, als Sicherheitsfunktion sollte mal der Akku zur Neige gehen oder sollte die Funkverbindung abbrechen oder irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Kehrt die Drohne automatisch zu euch zurück. Ihr könnt auch vorher in der App einstellen, welche Rückkehrhöhe. Das heißt, sie wird auch erst zu einer Minimalhöhe aufsteigen, damit sie rückwärts nicht noch irgendwelche Hindernisse mitnimmt. Wird dann zu euch zurückkehren und bei euch auf den Zentimeter quasi genau dort landen, wo sie gestartet ist. Das ist die Return-to-Home-Funktion. Die könnt ihr auch manuell auslösen. Dafür ist halt dieser eine Knopf ja auch auf der Fernsteuerung da. Wenn ihr euch mal nicht ganz sicher seid oder mit der Orientierung nicht mehr klarkommt, sind natürlich nur Notfall- und Sicherheitsfunktionen. Noch diverse andere Einstellungen, die ihr in der App machen könnt, die wir dann eben im Detail im anderen Video, wie gesagt, erwähnen. Kurz erwähnt sein soll noch dieser gesonderte Editor, den es jetzt hier gibt. Das kennen wir auch mehr von den Handheld-Gimbals. Und zwar gibt es da erstmals verschiedene Templates. Das heißt, vorgefertigte Muster mit Musikuntermalung, mit verschiedenen Überblendungen von Videosequenzen. Da könnt ihr ein Template auswählen, also so ein vorgefertigtes Muster. Müsst dann nur noch eure aufgenommenen möglichen Videos, die ihr aufgenommen habt mit der Mavic Air 2, ein paar davon auswählen und die werden dann automatisch zusammengeschnitten auf Basis dieses Musters und ihr habt dann ein fix und fertiges Video mit Überblendungen, mit Musik drin und müsst euch da selber nicht viel Mühe machen sozusagen, wenn ihr schnell da mal ein Ergebnis haben wollt und verschiedene Aufnahmen zusammengeschnitten haben wollt. Bevor wir gleich zur Zusammenfassung unserer Tests kommen und unserer Testergebnisse, noch ein, zwei Daten, Fakten, die als Fragen vielleicht noch aufkommen könnten für den einen oder anderen von euch. Es gibt ja die DJI Goggles, also sprich die Videobrille von DJI, die mit den Mavic-Modellen, Mavic 2 und Mavic Pro und so weiter funktionieren. Die funktionieren mit der Mavic Air 2 definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob das über irgendein Firmware-Update irgendwann mal kommen wird, aber da war die Aussage von DJI, das funktioniert nicht. Dann gibt es von DJI ja auch diesen Smart Controller, wirklich eine super coole Geschichte, wo der Bildschirm gleich mit drin ist. Für mich die coolste Fernsteuerung und das, was am besten zu benutzen ist mit den Mavic-Produkten. Die funktioniert aktuell auch noch nicht mit der DJI Mavic Air 2.
Da soll es aber definitiv ein Update, also ein Firmware-Update geben, womit das Ganze dann funktioniert. Das heißt, da müsst ihr auch mit der Bestellung nicht drauf warten, sondern die Firmware-Updates kommen ja automatisch für euer Modell. Die werden automatisch eingespielt, nachdem ihr auf der Fernbedienung das Okay gegeben habt. Und dann habt ihr automatisch diese Funktion mit drin, sobald verfügbar. Und dann könnt ihr eben auch den DJI Smart Controller, den ihr bei DJI einzeln bestellen könnt, damit verbinden und habt dann einfach Bildschirm und alles hier in einem. Und das ist eine wirklich coole und praktikable Geschichte. Und als letztes sei noch gesagt, die Multicontroller-Funktion, die wird es auch für die DJI Mavic Air 2 nicht geben. Das heißt, dass ihr mit zwei Fernsteuerungen oder Fluglehrer-Flugschüler-Kopplungen und so weiter euch mit zwei Fernsteuerungen mit einer Mavic Air 2 verbinden könnt. Das ist nicht vorgesehen für die DJI Mavic Air 2. So, was ist nun unser Fazit zum neuen Produkt zur DJI Mavic Air 2? Wie gesagt, wir haben ja sehr viele Tests gemacht und umfängliche Tests und hier in dem Bericht konnte ich euch nur einen kleinen Auszug daraus geben und erstmal nur die Daten und Fakten mit ein paar Auszügen aus der Praxis mitteilen. Die anderen Videos werden, wie gesagt, noch kommen. Da bekommt ihr auch alle Szenarien nochmal einzeln getestet mit richtig viel Footage, Live-Footage, mit der Hinderniserkennung nochmal im Detail, mit dem Vergleich zu den anderen Modellen, sodass aus allen Videos der Reihe in Summe dann ein großes rundes Paket wird. Deswegen empfehle ich euch, die anderen Videos auch noch zu gucken. In dem Zuge sei hier schon mal genannt, bitte gern den Kanal abonnieren, dann seid ihr bei den nächsten Videos mit dabei. Oder hier oben nochmal die Playlist. Ich blende es euch aber ganz am Ende vom Video auch nochmal ein, dann seht ihr alle anderen Videos über die Mavic Air 2. Aber was ist nun das Fazit zur Drohne aus den genannten Sachen und allen anderen Sachen, die wir auch getestet haben? Meiner Meinung nach ist die Drohne ein wirklich richtig, richtig cooler Mittelweg. Ich hatte euch ja damals beim Mavic Air 1 Test schon gesagt, dass das zu der Zeit eigentlich meine Lieblingsdrohne war. Das Ganze wurde ein bisschen abgeflacht durch eben die schlechte Verbindungsqualität, aber ansonsten ein sehr cooler Mittelweg. Ihr wisst von mir auch, ich bin echt ein Fan von kleinen Drohnen. Die großen haben ihren Anwendungszweck, wenn ich wirklich massiv beste Kameratechnik und bestes Ergebnis brauche in Profi-Qualität, dann sind die super. Aber das Problem ist, ich bin oft irgendwo unterwegs, im Urlaub oder wo auch immer, und das Ding ist mir doch ein bisschen zu groß oder zu schwer und ich nehme es deswegen nicht mit. Deswegen fand ich die Mavic Mini bis jetzt eine super klasse Lösung, super klein, super schick. Aber es fehlt halt die ein oder andere Funktion vielleicht. Und das hier vereinigt beides in einer Geschichte und ist vielleicht für viele von euch genau die richtige Lösung. Man kann hier nicht jedem alles oder jedem nur eine Drohne empfehlen. Ihr müsst das selber entscheiden. Ich will euch nur die Infos an die Hand geben, dass ihr es eben selber entscheiden könnt. Wenn ihr was ultimativ Leichtes braucht, Funktionen für euch nicht wichtig sind oder ihr sagt, ich habe nicht so viel Geld, ich komme da nicht hin, dann ist die Mavic Mini definitiv das Richtige. Eine super Geschichte für Anfänger, perfekt geeignet und damit werdet ihr glücklich sein. Wenn ihr sagt, ich brauche das Nonplusultra an Kameratechnik, 1 Zoll Sensor, Gewicht ist mir vollkommen egal, Geld ist mir auch egal, nach mir die Sinnflut sozusagen, dann ist die Mavic 2 Pro definitiv das Richtige. Das ist einfach die ultimative Profi-Waffe, die hat einfach alles, ist aber dementsprechend schwer und dementsprechend teuer. Wenn ihr sagt, ich brauche einen coolen Kompromiss und dabei ist es nicht wichtig, ob ihr Anfänger oder Profi seid, sondern ich brauche einen coolen Kompromiss, halbwegs leicht vom Gewicht her, geldmäßig in der Mitte angesiedelt und trotzdem eigentlich fast alles an Funktionen. Das ist ja das Coole an der Mavic Air 2, was ich richtig cool finde, weil normalerweise wäre ich davon ausgegangen, dass die Funktionen auch so zur Hälfte zusammengestrippt werden und wie es jetzt bei der Mavic Mini war, halt relativ wenig Funktionen, da alles und hier so mittelmäßig alles, aber hier ist ja wirklich alles an Funktionen drin, außer jetzt sage ich mal Waypoints, wenn man da mal ein Auge zudrückt, aber das brauche ich persönlich ohnehin nicht. Und dann hat man hier eine super Geschichte, preislich gut angesiedelt und es funktioniert eben für Anfänger und für Profis. Das kann ich immer nur wieder betonen, betone ich ja auch in allen anderen Videos von uns. Beim Drohnen ist es ein bisschen anders wie bei allem anderen. Das ist nicht unbedingt das Sinnvollste, als Anfänger mit dem Allerbilligsten anzufangen. Wenn ich mir da eine 50 oder 100 € Drohne kaufe, werde ich das Hobby wahrscheinlich sehr, sehr schnell aufgeben, weil die sind super schwer zu fliegen, sind super anfällig. Hinderniserkennung gibt es da so oder so nicht, aber selbst im Wind super anfällig. Sie sind einfach meistens auch schlecht, weil es nicht möglich ist, in diesen niedrigen Preissegmenten wirklich eine hochwertige Drohne zu bauen. Und umso teurer die Drohnen, umso sinnvoller und ausgeklügelter die Funktion, umso einfacher ist sie auch zu fliegen. Das heißt, für Anfänger, besonders für Anfänger, gerade mit der Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung und so weiter, das perfekte Modell.
Gleichzeitig bedeutet das aber auch bei den Drohnen, auch ein bisschen anders wie sonst, nicht, wenn sie für Anfänger geeignet ist, ist sie für Profis das Falsche oder für Fortgeschrittene. Denn auch die Fortgeschrittenen wollen natürlich diese ganzen Funktionen haben und eben besonders diese Kameraleistungen, die hier drin ist. Und können diese zusätzlichen Funktionen ja noch perfekter benutzen. Das heißt, sie ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene oder Profi eigentlich ein perfektes Instrument. Alle anderen haben aber auch ihre Daseinsberechtigung. Sie ist definitiv eine 500% Weiterentwicklung zur Mavic Air, die es ja jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr geben wird. Der einzige Grund, sich noch eine Mavic Air 1 zu kaufen, denn es würde wirklich alles verbessert. Die Mavic Air 1 kann nichts besser wie die Mavic Air 2. Der einzige Grund ist, wenn man das Modell irgendwo gebraucht noch super günstig als Schnäppchen bekommen würde, das wäre der einzige Grund, den ich noch als sinnvoll erachten würde. Ansonsten auf jeden Fall die Mavic Air 2 oder eins der anderen aktuellen Modelle. Wenn man sich aber einfach im Mittelfeld ansiedeln will, kann man gar nichts falsch machen, hat nachher auch nicht das Gefühl, ich habe mir was zu Kleines oder zu Großes gekauft. Und daher bin ich ziemlich sicher, das wird aktuell der Kassenschlager von DJI werden, der sich da super ansiedelt. Es wird aber auch die Mavic 1, die Mavic Mini weiter der Knaller werden, weil sie ist einfach super günstig und super klein. Wie mehrfach erwähnt, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Nachteile, um sie nochmal zusammenzufassen, sind relativ wenige. Fernsteuerung. Das Problem zieht sich aber durch alle DJI-Drohnen. Auch hier wieder nicht mein Fall. Sie funktioniert gut, also jetzt, ich will nicht übertreiben sozusagen. Wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Sie funktioniert perfekt, das ist eine super Geschichte, aber man kann daran noch optimieren. Ich bin ein wirklicher Fan hiervon, also eigentlich hat DJI meine Lösung schon geschaffen, aber sie wird halt nicht standardmäßig mitgeliefert. Das ist eigentlich das Perfekte mit Monitor dran, ist natürlich auch wieder groß und schwer und teuer. Hier kann man das Smartphone eben als Bildschirm benutzen, aber es hängt halt oben dran, ein bisschen kopflastig. Aber eine super Lösung, ich will es nur genannt haben als kleinen Nachteil. Das OcuSync 2.0, mega bombastisch, Kamera super, die Funktionen, alles super. Es gibt eigentlich relativ wenig zu meckern. Ein paar Geschichten in der Software, vielleicht diese Hinderniserkennung, die ich vorhin angesprochen habe, dass die optisch nicht mehr so schön dargestellt wird, wird sich aber vielleicht mit den Software-Updates noch geben. Ich bin gespannt, was DJI daraus baut. Von daher von mir eine ganz klare Kaufempfehlung, wenn ihr sagt, das ist die richtige Größe und die Sachen passen, dann könnt ihr hier nichts falsch machen. Ihr müsst es aber letztendlich selber entscheiden. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein bisschen dazu beitragen. Seid gespannt auf die ganzen anderen Videos, wo wir nochmal wirklich eintauchen werden in die einzelnen Geschichten und ich euch aus unseren Testvorbereitungen nochmal viele Details zeigen will. Deswegen im Anhang einfach nochmal auf den Link klicken zur Playlist, wo ihr alle anderen Videos mitbekommt. Kanal abonnieren nicht vergessen, ein Like hinterlassen würde uns sehr helfen. Gern unten kommentieren, was ihr von der Drohne haltet, ob ihr sie euch bestellt oder nicht bestellt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich blende euch hier oben nochmal den Link ein, wo ihr sie bei DJI direkt bestellen könnt. Und dann bleibt nur noch zu sagen, wie immer, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade bei so einem spannenden und richtig coolen Thema, euch das Ganze hier vorzubereiten. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich oder in den nächsten Tagen in den kommenden Videos, die wir auch für euch gedreht haben. Klickt auf jeden Fall rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.